Ein Slide über die Stegengeländer, ein Sprung über das Parkhaus. Das ist urbanes Skifahren, made in La Chaux-de-Fonds. Anders als im Mittelland liegt hier oben tatsächlich Schnee. Ideale Bedingungen also für ein akrobatisches Freizeitvergnügen. Vor den spektakulären Sprüngen braucht es viel Vorbereitung und Handarbeit. Die Höhe und der Winkel von Schanze müssen genau stimmen, damit der Flug in die richtige Richtung geht. Wenn in der Stadt der Anlauf für einen Sprung zu flach ist, wissen sich die jungen Skiakrobaten zu helfen. Sie ziehen ein elastisches Seil hinter zum Startpunkt. Das gibt den richtigen Schwung. Okay! Drop in! Das ist ja das Paradoxe. Eine Bergsportart, die sich in der Stadt einnistet. Das ist genau die Mischung, die uns reizt. Das gibt ein sehr außergewöhnliches Bild. Auf dieser Höhe ist das die grösste Stadt in Europa. Es hat viel Schnee hier und es ist eine richtige Stadt. Es hat so viele tolle Geländer zum Abrutschen und gute Sprünge. Da können wir uns gut amüsieren. Die jungen Skiakrobaten kommen alle aus der Region und sind ein eingespieltes Team. Die spektakulären Sprünge wecken das Interesse der Anwohner. Die staunen ein bisschen ungläubig, doch es gefällt ihnen, was sie da sehen. Ich finde das sympathisch, dass sie all das in der Stadt brauchen, um ihre Sprünge zu machen. Es ist sehr witzig, ihnen einen Moment zuzuschauen. Die Jungen haben hier ihren Spass. Sie machen wunderbare Sachen. Ich unterstütze sie. Ich finde das gut. So etwas kann man halt nur mit La Chaux-de-Fonds machen. Nur mit anders hat es nicht so viel schönen Schnee wie da. Streetskiing ist allerdings so eine Sportart mit einigen Risiken. Immer wieder kommt es zu Stürzen, die gefährlich und sehr schmerzhaft sein können. Einen Rückenschutz tragen die wenigsten, einen Helm hat gar niemand an. Wenn wir uns filmen und keinen Helm haben, sieht es einfach cooler aus. Das ist sehr dumm, wenn ich das jetzt so sage. In der Welt des Freestyle-Skifahren geht es eben um einen Lifestyle. Ohne Helm ist es besser, stilvoller, auch wenn das sehr blöd ist. Enfin, ouais, sans casque, c'est vrai que c'est mieux. C'est plus stylé. C'est très bête, mais voilà. Einer von diesen jungen Akrobaten läuft mit Krücken statt mit dem Snowboard um. Der Stojan Pachat hat sich beim Sprung am Knie verletzt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann während der Saison. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt noch Ski fahren kann oder ob es vorbei ist. Umso grösser ist die Freude und auch die Erleichterung, wenn Sprünge über die urbanen Hindernisse gelingen.